Papi, Papi, was reden die da? Hör da nicht hin. Das sind die... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trailerbesprechung bei den expliziten Zungen. Heute geht's um The Walking Dead, Staffel 11, den zweiten Part, den mittleren Part. Es geht am 20.02. geht's los. Und es ist nicht nur meine Lieblingsserie, es ist auch die vom Detti. Und den habe ich auch hier bei mir. Einen schönen guten Tag, da bin ich. Ja, ja, meine Lieblingsserie. Ich teile mir diese, den ersten Platz da wohl. Mit den Vikings, ganz klar. Ja, allerdings sind die Vikings natürlich halt auch schon jetzt vorbei. Ja, leider Gottes ist die Originalserie ist vorbei, aber das Spin-off, sag ich mal, das Prequel, nein, das ist Sequel? Das Sequel. Das ist ein Spin-off, glaube ich. Ja, ist es. Das wird ja jetzt auch bald an den Start gehen diesen Monat. Da befreue ich mich schon sehr, aber das ist ja auch dann in anderen, eine andere Geschichte. Genau. Das ist was anderes. Auf jeden Fall unsere Hauptlieblingsserie, die wir jetzt bestimmt schon seit, von Anfang an, sind 10 Jahre. Ja, seit Anfang an. Verfolgen. Diese Ära geht jetzt auch zu Ende. Habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber nun ja, alles hat ein Ende und die Wurst hat zwei. Detti. Der kam sehr trocken. Da war er plötzlich, okay. Gut, ja. Gut, so viel dazu. Du hast den Trailer gesehen? Was hältst du davon? Ich habe den Trailer gesehen, genau. Ja, ich bin auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Also ich sehe das ähnlich wie du, muss ich natürlich dazu sagen. Weinendes Auge und ein lachendes auch dabei. Es wird auf jeden Fall spannend. Es waren unheimlich viele Bilder, ne? Das ist ja irgendwie seit den letzten 2 Staffeln immer so bei den Trailern, finde ich vor allem, dass da sehr, sehr viele Bilder und viele verschiedene Szenen und Einblendungen natürlich genutzt werden, wo die Hälfte irgendwie nur so Momentaufnahmen sind, aber hier und ein paar wichtige Sachen auf jeden Fall drin gewesen sind. Was ich auf jeden Fall raussehen konnte, relativ zügig, da wird wohl ein Zeitsprung wieder stattfinden. Das konnte ich da sehen. Ich musste mir nochmal langsamer angucken, auf jeden Fall auch, weil da so viele Bilder drin gewesen sind. Ich bin sehr gespannt. Es ist der zweite Teil dieser letzten finalen Staffel und ich hab die Comics alle auch gelesen zum Beispiel, ne? Alle durch und ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt, weil seit die neue Produzentin Kang dabei ist, sich auch viel verändert und wieder für neuen Input irgendwie gesorgt wurde, wird das sehr spannend. Ich weiß nicht, was wirklich kommen wird, so. Es wird mit dem Commonwealth heftig werden. Ich frage mich, ob da ein bisschen was von dem CRM auch mit reinkommt. Ich glaube, dass ich da auch ein paar Sachen gesehen habe drin, aber ich müsste mir das nochmal genau angucken, auch mal ein bisschen öfter und noch langsamer wahrscheinlich. Es war viel drin. Ich weiß, viel und nichts. Ja, es war das reinste Schnittgewitter. Ja. Man hat irgendwie jede Hauptperson hat man da irgendwie reingebastelt. Ja, so wirklich nennenswert, also man kann jetzt irgendwie nicht wirklich was sagen. Also man sieht, dass das Commonwealth zu Alexandria reist und Daryl, Maggie und wer stand jetzt noch oben auf der Palisade? Ja, die rechnen natürlich mit einem Angriff und das Commonwealth kommt ja auch mit erhobenen Waffen daher, weil die ja auch nicht wissen, wer ist es? Ja. Ja, wie sind die drauf? Also, ja, dass die sich jetzt nicht umballern werden, ist schon klar, weil man natürlich dann auch die Leute ja auch dann im Commonwealth hat wieder rumlaufen gesehen. Ja, richtig. Magna, Daryl und Rosita waren beim Beißersäubern, also in diesen Häusern, in diesem Erweiterungsgebiet.
Herschel war, glaube ich, dann schon im Commonwealth, bin mir jetzt aber nicht sicher. Carol lief durch irgendwelche Katakomben, lief aber auch wieder mit gebackenen Keksen durch die Das Gegend. ist Und immer da der. wissen wir schon, da wissen wir schon, wo die Reise wieder hingeht. Ja, unsere Carol, ja, die ist, Ja. das hast du schön gesagt. Eugene sitzt mit zwei Eis an dieser Eisdiele und mit dem Thema Eis gibt es ja auch so eine Vorgeschichte mit seinem Love Interest. Die mag ja so ein spezielles Eis. Pamela Milton wird zum ersten Mal gezeigt. Die sagenumwobene Pamela. Der so Sebastian, ihr Ekel von einem Sohn wird gezeigt. Mercer, voller Blut. Conny und Kelly sind auch unterwegs zusammen im Commonwealth und beide tragen einen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die tragen so einen, wie so ein Presseausweis. Die haben beide dieses Band um den Hals, wo unten so ein in Plastik Das eingetüteter Ausweis ist. Es sieht so nach so einem, ja, ich konnte jetzt nicht lesen, was da drauf steht, aber es sieht so nach so einem Presseausweis irgendwo aus, so ein bisschen nach einem, wie so ein Berechtigungsding, Backstage-Pass, keine Ahnung. Auf jeden Fall auch dann gegen Ende hin eine Wahnsinnsballerei und Kämpferei. Ich denke mal, das wird auf so ein Alexandria gegen das Commonwealth. Die werden sich sicherlich, da wird es irgendwas geben, was nicht so dahin gehört, gell? Ja, man hat ja schon ein bisschen mitbekommen. Jetzt wir Comicleser wissen ja auch, dass im Commonwealth halt nicht alles ist, wie es scheint, so, ne? Die machen da ja auch ex auf Ja. extremst normale Welt und alles ist ganz heil. Der Trend setzt sich ja auch in World Beyond oder in Fear the Walking Dead jetzt nicht gerade, aber in World Beyond, da haben wir ja auch verschiedene Einrichtungen kennengelernt, die ja in diesem ganzen Universum auch noch wichtig werden für die Rückkehr des heiß erwarteten Rick Grimes, ja. Ja. Aber da sehen wir auf jeden Fall, alle versuchen halt jetzt wirklich diese Welt wieder aufzubauen und irgendwie ins Reine zu bekommen, ne? Und das Commonwealth steckt ja auch irgendwie trotz dieser Apokalypse und dieser, sag ich mal, drastischen, komischen zweiten Chance, nochmal von vorne anzufangen, ja. In den gleichen Problemen Ja. wie früher, ne? Es gibt Ränge, es gibt Stände, es gibt Unterstand, Mittelstand, es gibt ganz oben. Da wird natürlich auch wieder Lug und Trug, Betrug und alles, was du irgendwie hinterrücks machen kannst, auch wieder da, ne, Verrat wird es da geben, alles wird mit dabei sein. Und jetzt dann diese ganzen Charaktere da drin zu haben, ich sag mal, so die Goldstücke, so die sei wirklich, so Daryl, Maggie, vielleicht sogar fast ein Negan, so die jetzt alle viel nach Prinzipien und so handeln, sage ich mal. Dass die da drin zu erleben und Magna, ne, jetzt ob man sie jetzt leiden kann oder nicht, aber auch sie macht ja das Maul eigentlich immer auf und ich glaube nicht, dass die das alle lange schlucken werden da. Das wird ja auch so ein bisschen angeteasert. Da steckt irgendwie was im Busch, ne? Die sind alle ein bisschen Ja. strange irgendwie. Man hat noch keine richtige, wirkliche Option, wie ist dieser Mercer jetzt irgendwie wirklich drauf? So, ne? Er ist in seinem roten Anzug total sauber, dann irgendwann voll blutüberströmt. Es gibt unglaublich viele Einschnitte von Soldaten, die wegrennen. Ich weiß nicht, ob es, dass sie wirken ein bisschen, als hätte er sich gegen die selber gewandt, aber das will ich jetzt auch nicht irgendwie in den Raum werfen unbedingt. Es ist auf jeden Fall verwirrend, ne? Die wissen einem auf jeden Fall viel zu zeigen, ohne einem viel zu zeigen, ne? Ich weiß es nicht wirklich, in welche Richtung es geht, so. Es wird wohl aber, Nee. auch mit Eugene. Eugene ist zwischendurch total, der ist ja voll am Arsch und ist gefangen und schreit da irgendeine ominöse Person an, ne? Und ist, Ja. dann sitzt er mit den zwei Eis. Es geht irgendwie um eine vermisste Stephanie, dass das schon irgendwie angedeutet worden ist, dass er nicht die echte Stephanie kennengelernt hat, die ihn begrüßt hat. Das scheint sich ja zu bewahrheiten. Wo man in so einer Stadt dann auf einmal dann auch so eine Suchwand erstellen kann mit diesen typischen 1000 Fäden, die überall hingehen, ne? Das habe ich mich kurz gefragt, wie man dafür wieder so Muße und Zeit hatte, das so zu machen da in so einer Stadt. Ob er das wohl war oder ob wirklich Stephanie irgendwie gesucht wird, das weiß man nicht.
Und dann sieht man ihn aber auch, das fand ich ein bisschen strange, da sitzen und es ist einfach kein Mensch auf der Straße. Erst ist alles voll belebt und in einer anderen Einstellung sitzt er da ganz allein. Fand ich sehr, sehr dramatisch unterstrichen, dass er da anscheinend lange auf eine vermeintliche Stephanie wartete und die nicht auftauchte. Also irgendwas läuft da auf jeden Fall. Naja, solange kann er ja da nicht sitzen, wenn er zwei frische Eis in der Hand hat. Ja gut, aber die Szenen waren ja trotzdem da, ne? Er saß da auf jeden Fall. Man wird sehen, was draus wird. Es ist natürlich für Comic-Kenner, die wissen, was da am Ende los ist. Also ich denke mir, das wird schon irgendwie eng, ne? Weil das den ersten Part, also das erste Drittel, haben sie ja schon ein bisschen echt, ich sag's mal, wie es ist, die haben sehr viel Zeit verschissen mit diesen ganzen Reaper-Gedöns. Das war echt ein bisschen, dass man sich denkt, hey Leute, es sind nicht mehr viele Folgen Rest und es ist eigentlich, ist noch so ein Berg an Handlung vor euch. Ja. Wollt ihr nicht, dass das jetzt genauso, jetzt, ja gut, wir sind hier bei den expliziten Zungen trotzdem, sorry für die Ausdrucksweise, aber wollt ihr das jetzt genauso durchwichsen wie Game of Thrones? Dass das dann, also bin ich echt, obwohl ich den zu, eher zutraue, das vernünftig irgendwie noch zu drehen und zu deichseln als bei Game of Thrones. Das werden die, glaube ich, dem Franchise nicht antun. Aber man wird sehen. Ich bin gespannt, wenn durch, wie du vorhin gesagt hast, Angela Kang hat die ganze Serie einen völlig neuen Auftrieb erhalten. Und da finde ich es schon fast schade, dass sie jetzt tatsächlich aufhört. Ja. Weil die Frau, Leute, die kann's. Die kann's einfach. Die, ja. Die hat auf jeden Fall alles nochmal rausgeholt, ne? So, also, wir sind ja wirklich auch von Anfang an mit dabei. Das heißt, jeden Sommer dieses Warten, dass es wieder losgeht, ne? Und es war einfach, ja, ich sag mal so, bis zur 6., 7. Staffel, also bis zur 6. war es ja echt so dieses, boah, da war es ja so elektrisiert und irgendwann, ja, wurde es dann ein bisschen eintönig und da war der frische Wind wirklich extrem gut. Das, wird spannend werden auf die letzten 16 Folgen insgesamt. Wird's. Und sie starten ja auch schon, salopp gesagt, in ziemlich genau einem Monat. Und dann lassen wir uns überraschen. Perfekt. Also, und dann gibt es ab dem 20.02. Folgenbesprechungen. Jawohl. Ha? Leute, freut euch drauf. Wir freuen uns. Alle freuen sich. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Jo. Es war mir eine Ehre, Herr Detti. Ebenso, Schlunz. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.